Hallo Leute, ihr seid auf dem Kanal Asreiter und wir sind in Folge Nummer 41 von Astronier. Ja, Kupfer, seht ihr, ist schon gemacht, da läuft auch noch was und der Wagen ist auch schon leer, das habe ich auch schon gemacht und wir müssen jetzt weiter gucken, was wir hier noch machen können. Uns fehlte ja irgendwie Malachit für, also das Kupfer für das Solarpanel, genau so war es. Das wollten wir bauen und nach dem Intro werden wir dann mal gucken, wo das hier liegt, wo das gemacht werden muss. Irgendwo, irgendein Drucker wird das wohl haben. Bis gleich. So, dann schauen wir doch mal rein hier. Das sieht doch danach aus, als ob das das sein könnte. Kupfer und Glas. Glas ist schon drauf, das heißt, wir müssen einmal das Kupfer da haben. Und dann müsste der ja schon drucken können, oder? F. Und los geht's, oder? Der druckt schon mal. Und da vorne sind ja zwei Harz da oben drauf. Was kann man denn hier mitmachen? F untersuchen, Keramik Hax Exo Auftragsplattform. Da brauchen wir jetzt noch Keramik. Keramik ist hier rechts, oder? Das ist doch Keramik, genau. Dann können wir die doch auch drucken, oder? Das war doch eine Aufgabe, glaub, oder? Und was ist bei dem da? Erdzentrifuge, ne, die brauchen wir nicht. Chemielabor, Forschungskammer. Auftragsplattform, Handelsplattform. Da hatten wir die Utensilien nicht für. Ah, große Plattform. Die können wir auf jeden Fall auch bauen. Da können wir das Solarpanel bestimmt drauf bauen. Dafür brauchen wir zwei Harz. Und ich sehe hier rechts, ist das Harz hier schon vorhanden. Hier ist noch einer. Und dann können wir das auch machen. Für das Solarpanel, denke ich. Weiß nicht, ob man groß braucht, aber wir werden sehen, was bei rauskommt. Ne? Gut, dann haben wir das auch schon erledigt. Was liegt hier? Achso, das ist jetzt das Solarpanel, ne? Genau, das muss auf dem Wagen. Das müssen wir dann da hinten irgendwo hinbringen, wo wir diesen Autoarm haben. Ja, Kupfer ist durch. Da liegt noch ein bisschen Dingens. Das können wir ja mal aufheben hier. Und kann man das erforschen? Ja, lass forschen, dann ist... Gibt es ein paar Punkte für, das ist wichtig. Was haben wir hier? Feststoffsprungbooster. Ach so, wir sollten mal gucken. Ah ne, das Ding wird noch gebaut da, die Auftragsplattform. Vielleicht müssen wir da auch eine Plattform für haben, da drunter, ne? So ein Teil hier. Okay, das ist das Teil jetzt. Ja, hier ist ja nicht schlecht, oder? Können wir da irgendwie hinstellen. Bauen wir das mal auf. Ja, sieht nicht so aus, dass es eine eigene Plattform hat. Und ich denke mal, es sieht besser aus, wenn es wahrscheinlich auf so einem Ding steht. Das heißt, ja, hier ist doch so ein Teil schon rausgekommen. Plattform A. Passt das? Weiß ich nicht. Müssen wir mal gucken. Einmal auspacken. Und der da drauf, geht das? Ne, mag er nicht. Hm, doof. Jetzt ist er nämlich groß, jetzt kriege ich den gar nicht mit, oder? Jetzt müsste ich so einen Entpacker da haben, den ich aus Graphit gebaut habe. Aber warte, auf dem Wagen war doch noch einer, oder? Und da kriege ich die Plattform... Ah, warte mal, da ist ein Pfeil drauf. Vielleicht hat es auch damit zu tun. Hat der auch einen Pfeil? Ah, jetzt hat er gesnappt, oder? Ja, der snappt jetzt doch. Der war nur falsch rum wahrscheinlich. Machen wir da. Dann hat der Strom. Das ist auch gut. Und jetzt? Drücken wir mal F. Projektfreunde liefern. 7 Tage ist das Ding an. Feiertags. Änderungspaket. 1500 karbonisiert. Palette. 3500. Ich weiß aber nicht, was das hier für Werte sind. Schlottern. Keine Ahnung. Emotes. 6,5 und saisonaler Reiz, Hut 10.000. Okay. Und was passiert jetzt? Ich habe auf jeden Fall ein fertiges Event. Das müsste hier. Warte, hier irgendwas passiert hier. Oh, da kommt eine Rakete. Okay. Und der will jetzt was von uns? Da
Da oben sind irgendwelche Sachen, die da dran müssen. Die fehlen wahrscheinlich, oder? Verpackter Gegenstand muss da dran. Kosmische Kugel muss da dran. Noch eine kosmische Kugel, noch ein verpackter Gegenstand. Okay, da sind einige Sachen. Das sind wahrscheinlich 2, 4, 6, 8 Sachen, die man da dran heften muss. Aber hier ist auch was. Sonderevent, Projekt, Freundelieferung. Event über die Exo-Auftragsplattform aktivieren. Haben wir. Können wir jetzt hier 500 Punkte einsammeln? Das ist doch schon mal was. Drucke kleines Shuttle. Nee, das ist noch zu viel. Hier war noch Dynamit, aber da haben wir bestimmt nicht genug Punkte für. Gesilvia-Gehäuse gescannt. Ach so, 4 von 5. Ich habe erst 4. Das heißt, wir müssen noch eins machen. Okay. Für edle Wolfram, das kriegen wir nicht hier. Lithium, sammle Lithium. Ja, das gibt's hier auch irgendwo. Drucke und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Okay, den müssen wir noch machen. Den aktiviere ich mal. Das ist noch aktiviert und das auch. Drucke kleine Shuttle. Ja, das müssten wir mal gucken, ob wir das fertig kriegen, ne? Okay, da sind fertig, ne? Nun, das ist kosmisch. Aktive eine Portalkammer. Okay, das ist das da hinten, dieses große Gebilde. Produziere Schrott. Also, da brauche ich eine Handelsplattform, um Ressourcen zu kriegen. Nee, das ist jetzt erstmal nichts. Gut, was machen wir weiter? Das Solarpanel müssten wir jetzt aufbauen, denke ich mal. Strom. Es ist gerade dunkel, ne? Kann ich das Ding hier erforschen eigentlich? Nee, ne? Ne, Müller nicht. Gut, was, keine Ahnung, was man damit machen kann. Ist mal ein Dingens gewesen. Solarpanel wahrscheinlich. Nach den Teilen, die da dran sind, zu urteilen. Uns fehlt irgendwie noch eine Plattform, ne? Aber die Plattform, die ich da eben gebaut habe, war schon relativ groß für diese Rampe da. Und das hier? Ach so, das war jetzt hier der Drucker. Was braucht man da? Malachit und Glas. Ah ne, Malachit nicht. Kupfer brauchten wir. Und dann noch Glas. Da hinten ist Glas. Dann kriegen wir ein zweites Solarpanel, ne? Machen wir ruhig. Da können wir, glaube ich, nicht genug von haben eigentlich erstmal. Aber was war das, was ich noch bauen musste? So ein Behälter zum Erze sammeln. Musste ich den erst forschen, stand da, oder? Lass nochmal schnell gucken. Ne, der war falsch. Der war richtig. Gefüllter Drucker und fülle einen mittleren Ressourcenkanister. Mittleren Ressourcenkanister. Den muss ich jetzt hier finden, ne? Kleiner Kanister. Leuchtfeuer. Leuchtstäbe. Flutlicht. Mittelgroßer Drucker. Nee. Autoarm. Nee. Energiesensor. Nee. Tastenwiederholer. Ja, den brauche ich wahrscheinlich irgendwo mal auch mal. Stromverlängerung. Mittelgroßer Generator. Gibt es hier auch ein großes? Nee, das sind Plattformen. Mittelgroßes Solarmodul. Nee. Es muss ja auch rosa sein, oder? Netzschalter. Näherungsindikator. Autoalarm. Was ist das für ein Teil? Mittelkanister für Flüssigkeiten. Nee, für Flüssigkeiten brauchen wir Gas auch nicht. Eigentlich müssten wir jetzt hier in der Nähe sein dann, oder? Lagersensor. Batteriesensor. Näherungsindikator, Verzögerungswiederholer, Zahlwiederholer. Ich hätte gern jetzt hier so ein Ding, wo ich, ne? Silo, Lager, hohes Lager, Ross und Kanister. Das ist alles für den Dingens. Feststoppschub, Hydrazinschubdüse, brauche ich auch alles nicht. Ach, hier ist diese Bahngeschichte, ne? Roversitze, Traktor, Hänger. Ist auch nix.
Ist das erst hier in dieser Stufe vielleicht? Großer Schredder. Nee. Gewölbte Plattform. Großer. Ich brauche mittelgroßen Ressourcenkanister, ey. Mittelgroßer Drucker. Nee. Wo finde ich denn den? Also der kann ja nicht auf dem großen Drucker sein. Mittlerer Ressourcenkanister. Da ist er doch. Freigeschaltet ist er auch schon. Jetzt muss ich nur gucken, wo ich den drucken kann. Also im Rucksack doch wohl nicht, oder? Leuchtstäbe, Verpacker, kleiner Drucker, da sind wir durch, glaube. Also hier nicht. Dann ist es dann. Wo ist der Drucker? Da. Okay, da ist schon ein Solarmodul. Das kann zum Auto da hinten hin. Und jetzt lass uns den Drucker mal angucken hier. Würfelförmiges Objekt. Sternförmiges Objekt. Kosmische Kugel, da. Astronium und Schrott braucht man dafür, okay. Mittlerer Glas und Kunststoff brauchen. Okay, das können wir also uns sparen, ne? Kunststoff weiß ich wieder nicht, wo ich das herkriege. Wie ich das produziere, muss ich erst wieder in der Astropedia gucken. Warte mal, das da kann auf jeden Fall da schon mal dran, ne? Weil das brauchen wir schon dann, ne? Hä? Habe ich das nicht gerade ausgewählt, dass der das bauen soll? Nee, Stromverlängerung steht da jetzt, super. Nee, mittelgroßes Lager war das, ein Kanister. Glas und Kunststoff, so, das brauchen wir jetzt. Und das liegt hier unten. Das geht da hin und jetzt brauche ich Kunststoff. F für Astropedia öffnen. Wo ist jetzt Kunststoff? Da. Kohlenstoff und Gemischte. Das müssten wir ja herstellen können. Aber wo? Im Chemielabor. Okay. Kohlenstoff und Gemisch. Ist das hier Kohlenstoff? Ja. Und Gemisch. Passt. Chemielabor war wo? Da hinten, oder? Laufen wir da mal schnell zum Chemielabor. Geh mal weg hier. Und wie kann ich das hier bauen? Altes Xenobi-Labor. Ach so, das muss ich wahrscheinlich noch reparieren oder so. Hm? Kann das sein? Ah, das ist auch doof gewesen, dass das hier so reingepflanzt ist. Das hat der Mordorak schon geschrieben, ne? Wie kriege ich das denn hier hin, dass das gerade ist? Gar nicht, wahrscheinlich. Ah, da. Da. Schneckendaten. Pflege. Ich habe keine blasse Schimmer, wie das hier weitergeht auf dem Chemielabor. Laboraufzeichnung. Aber das ist auch nicht das Chemielabor an dieser. Das ist ein anderes Labor. Xenobiologielabor. Wir brauchen ein Chemielabor. Und das Chemielabor, das konnten wir am großen Drucker oder so machen, ne? Das war doch noch was anderes wie dieses Labor. Ich dachte, das wäre das gleiche gewesen, aber ist es gar nicht. Warte, dieser Drucker hier, der kann das, glaube ich, oder? Da ist das Chemielabor. Ach so, Wolfram, Glas und Keramik. Wolfram haben wir nicht, Glas und Keramik hätten wir. Das bedeutet, da kommen wir nicht weiter, ne? Ja, keine Ahnung. Ist hier irgendwie was zum Blinken? Nee, ne? Was ist dieses hier? Ach so, untersuchen. Ja, das ist dann schon mal klar. Jetzt packen wir hier unsere Solarzelle ein, die wir schon hier haben. Und jetzt brauchen wir noch so eine Plattform. Die haben wir noch gar nicht gemacht, die zweite, oder? Wollten wir nicht hier eine Plattform machen? Ich glaube schon, oder? Haben wir Keramik irgendwo noch rumfliegen?
Sieht gerade nicht so aus, oder? Keramik war doch das braune Zeug, ne? Da ist noch eine Keramik. Aber brauche ich die? Das war so eine Riesenplattform. Die ist mir zu groß. Nur mal reingucken. Große Plattform B. Das war Plattform A. Okay, die ist noch größer. So eine große brauche ich. Große erweiterte Plattform, die brauche ich auch nicht. Das heißt, hier ist falsch. Den anderen Drucker für eine Plattform nehmen. Stromverlängerung, Verteiler. Mittelgroße Plattform. Harz. Haben wir Harz? Harz ist schon wieder weg, glaube ich. Das könnte vielleicht dann auf der Rückseite eins sein, oder? Sieht nach Harz aus, oder? Hat er das ans Lager gesteckt, ne? Voll doof. Ich hätte gern das Harz angepackt. Ah, geh mir nicht auf. So. Aufrufen, den Drucker und drucken. So, das wird jetzt die Plattform für das Solarmodul. Aber ich hätte ja zwei, das heißt, ich müsste auch zwei Solarmodule bauen. Aber wo ist jetzt hier noch Harz? Nirgendwo. Ist hier noch Harz? Nee. Hier ist auch kein Harz. Ja, das klappt nicht so gut. Aber ich würde jetzt sagen, pack das mal aufs Auto. Und nichtsdestotrotz fahren wir mal schnell da hinten hin. Irgendwo war das Auto. Der Autoarm da hinten, da war das, glaube ich, ne? Genau, das sieht gut aus. Gut, dann fahren wir da mal hin. Und jetzt steigen wir mal ab und bauen noch das Stängel hier auf. Der steht falsch. Der muss auf der Plattform bleiben, aber die Plattform muss weiter nach hier. Das ist schon mal richtig. Und dann müssen wir jetzt hier die mittelgroße Plattform mal aufbauen. Da kommt sie. Schließen wir da an. Dann nehmen wir hier das Solarmodul. Packen das auch aus. Und dann kommt das da drauf. Und es ist Nacht wahrscheinlich. Genau so ist es. Also produzieren wir nichts. So, jetzt müssen wir nur gucken, dass es Tag wird und dann geht's voran, oder? Wo ist denn das zweite Solarmodul? Hatte ich das nicht auch da drauf gepackt? Haben wir wohl verloren. So, wann wird's Tag? Gute Frage. Bewegt sich gerade nichts hier. Die Wolken stehen. Okay, dann nicht. So, jetzt müssen wir gucken. Eigentlich müssten wir so ein Teil noch finden, ne? Wir müssen noch eins aufmachen von diesen komischen Hütchen da, damit wir das mitnehmen. Da war ja eine Aufgabe, ne? Was liegt da? Da liegt die Keramik. Harz. Wir sind hier in der Zentrifuge. Kann ich da jetzt Harz machen? Weil ich habe doch da Sand reingesteckt oder sowas, ne? Sieht so aus, als ob das geht, oder? Hat er genug Material? Sieht so aus, oder? Da unten kommt schon was dran. Seht ihr das? Ist nur die Frage, ob es genug Erde ist. Okay.
Okay, Strom wird produziert, glaube ich, weil hier dieses Solarpanel irgendwo steht, dieses Mini-Solarpanel, kann das sein? Da rechts. Hier ist das Mini-Solarpanel, das jetzt Strom produziert. Recht cool, ne? Ah, ist das jetzt fertig hier? Sieht nicht schlecht aus, aber ich glaube, es fehlt an Material oder baut da sich noch was auf? Vielleicht baut sich da auch noch was auf. Könnte sein. Nee, das baut sich, glaube ich, noch auf. Ist gleich fertig. Wo musste das jetzt hin? Weiß ich auch schon nicht mehr. Jetzt ist er fertig. Zack. Wofür brauchte ich den Harz? Hierfür, ne? F und drucken. Mittelgroße Plattform. Okay, dafür war das Harz wohl gedacht. Glaube ich. Wissen tue ich es auch nicht. Und hier noch was? Was wollte er hier drucken? Ein Buggy. Ne, den wollte ich nicht. Große Plattform A, da brauchte man zwei Harz für. Ne, das ist das, was ich auch nicht wollte. Was können wir denn noch bauen? Hier ein Buggy will ich nicht. Ich will was anderes. Großer Drucker. Das Chemie da. Ach ja, das brauchen wir auch nicht. Glas und Keramik hätten wir, ne? Ach, Wolfram wollte ich aus der Zentrifuge eigentlich rausgeholt haben, aber das ging auch, glaube ich, nicht, ne, oder? Weil es das wahrscheinlich hier nicht gibt auf dem Planeten. Nee, da gibt es nicht. Aber dafür. Ach, die Handelsplattform brauche ich wieder um. Na, kannst du vergessen. Ich muss hier irgendwie weg. Ich muss einen Shuttle bauen oder sowas. Um das zu kriegen, was ich haben will. Naja. Ich sag mal, wir machen erst hier einen Cut. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.